Wenn wir einchecken, wollen wir uns nicht darum kümmern müssen, was hinter den Kulissen des Hotels passiert. Wie heimtückisches Personal, das alles über die Gäste weiß. Gravierende Sicherheitsmängel in den Zimmern und ekelhafte Gläser, die einen buchstäblich krank machen können. Ganz zu schweigen von der fragwürdigen Privatsphäre ihres Badezimmers. Ja, jemand anderes könnte ihre Toilette benutzen. Heute decken wir all die schmutzigen Geheimnisse der Hotels auf. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Oder vielleicht doch lieber nicht. Vertrauen Sie niemals vollständig auf Hotelzimmer-Safes. Anscheinend kennt das Personal diesen universellen Code, der jeden Safe im Gebäude öffnen kann, so dass es so ist, als hätten sie einen Generalschlüssel zu all ihren wertvollen Sachen. Die Idee dahinter ist Bequemlichkeit. Wenn sie den Code zu ihrem Safe vergessen, können die Mitarbeiter ihre Sachen einfach retten. Aber können wir ihnen vertrauen? Eine Umfrage aus dem Jahr 2019 zeigte, dass 43% der Zimmermädchen zugaben, mindestens einmal in ihrer Karriere die persönlichen Sachen der Gäste entwendet zu haben. Überraschenderweise ist Schmuck tatsächlich der am wenigsten wahrscheinliche Gegenstand, der gestohlen wird, selbst wenn die Kunden bereits ausgecheckt haben. Aber Bargeld und Technik sind die größten Versuchungen. Wenn Sie Ihre Sachen während Ihres Aufenthalts sicher aufbewahren möchten, gibt es eine andere Option. Sie können Ihr Bargeld in den sicheren Schließfächern an der Rezeption in der Lobby aufbewahren. Sie sind besser vor neugierigen Blicken geschützt und meistens sind Kameras installiert. Außerdem können nur wenige Mitarbeiter darauf zugreifen. Selbst wenn sie äußerst auf ihre Sicherheit bedacht sind, muss ich ehrlich sein, Hotelangestellte können jederzeit auf ihre Sachen zugreifen. Viele Zimmermädchen haben bereits online zugegeben, dass es eine ziemlich gängige Praxis ist, die Gegenstände der Gäste zu durchsuchen und zu verwenden. Selbst ihre Toilette ist nicht wirklich privat. Zimmermädchen könnten speziell dann schnell hineinschlüpfen, wenn die Personaltoilette weit weg ist. Nein, sie dürfen das eigentlich nicht tun. Aber hey, wenn die Natur ruft, muss man antworten, oder? Auch dein Bett ist nicht so privat, wie du vielleicht denkst. Haushälterinnen, wie alle anderen auch, haben Handys und haben gerne Spaß. Sei also nicht naiv. Ein Foto von deinem super ekelhaften, schmutzigen Bett könnte ganz leicht in irgendeinem Gruppenchat landen, der als ekligste Suiten aller Zeiten gekennzeichnet ist. Außerdem, wenn die Zimmermädchen erschöpft sind und genügend Zeit haben, könnten sie in einem der Zimmer ein Nickerchen machen. Nochmals, sie sollten es nicht tun, aber viele tun es trotzdem. Im Grunde genommen sind Hotelmitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen keine Informationen über Gäste preisgeben, nicht einmal, wenn der Anrufer der Ehemann oder die Ehefrau des Gastes ist. Es sei denn, es wird gesetzlich verlangt. Das Personal hat hier wirklich keine moralische Verpflichtung. Ich meine, Hotels sind Geschäftsbetriebe, keine Eheberater, richtig? Wenn Sie nach einem Rendezvous etwas in Ihrem Zimmer zurücklassen, warten Sie nicht auf einen Anruf. Das Zurückgeben von liegen gelassenen Gegenständen könnte versehentlich das Geheimnis über eine Affäre des Gastes lüften. Und kein Mitarbeiter möchte dafür verantwortlich sein, eine mögliche Trennung zu verursachen. Jetzt frage ich mich, ob Hotels einen Codenamen für Betrüger haben. Ich meine, luxuriöse Resorts haben eine ganze geheime Sprache am Laufen. Zum Beispiel bedeutet grauer Ausfall, Grey Out, dass es Haie im Wasser nahe dem Ufer gibt. Huha ist das gleiche wie so schnell wie möglich gehen. Und Schwein im Stall wird verwendet, wenn ein Gast in der Parkrampe feststeckt. Auch Personen bekommen Spitznamen. Cups sind neue Mitarbeiter und der Lobby Lizard ist deine Anlaufstelle während der geschäftigen Ein- und Auscheckzeiten. Und VP11 ist wortwörtlich Adel. Aber glaub mir, du möchtest niemals, wirklich niemals, als Peach bezeichnet werden. Unter uns, das bedeutet im Grunde, dass du ein sehr schwieriger Gast bist. Und ich drücke das hier höflich aus. Diese Codes können sich von Hotel zu Hotel, von Bundesland zu Bundesland und sogar zwischen Ländern unterscheiden. Nehmen wir zum Beispiel Dubai. Im Madinat Jumeirah haben sie einen Code namens 2010. Es ist eine Art freundliche Erinnerung für das Personal, den Gast zu bemerken oder ihm zuzunicken, wenn er 20 Schritte entfernt ist. Und Augenkontakt herzustellen oder ein freundliches Gespräch zu führen, wenn sie 10 Schritte entfernt sind. Diese versteckten Codes dienen im Grunde dazu, dass Gäste entspannen und einen reibungslosen Aufenthalt ohne Sorgen haben können. Jetzt, wo sie dieses Geheimnis kennen, ein Hinweis: Sollten Sie jemals einen Mitarbeiter Code B im Funk sagen hören, würde ich empfehlen, sofort aus dem Bett zu steigen. Das steht für Bugs, also Ungeziefer. Es könnten Ameisen, Kakerlaken, Bienen oder der schlimmste Albtraum überhaupt sein: Bettwanzen. Jedes Jahr werden mehr als 80% der Hotels von diesen parasitären Insekten heimgesucht. Diese hinterhältigen Plagegeister sind nicht wählerisch, wo sie sich niederlassen, von billigen Motels bis zu Luxussuiten, kein Ort ist sicher. Im Durchschnitt haben Hotels etwa alle 5 Jahre mit 7 Bettwanzenbefällen zu tun. Das ist eine ganze Menge unerwünschter Gäste. Aber eines wissen wir über diese Schädlinge: Sie sind Meister im Verstecken. Sie nisten sich in Spalten im Bettrahmen, Kopfteil oder Matratzennähten ein und warten nur darauf, dass sie schlafen, damit sie sich an ihrem Blut laben können. Mit juckenden, schmerzhaften Bissen aufzuwachen ist schon schlimm genug, aber es kommt noch schlimmer. Wenn sie in einem von Bettwanzen verseuchten Zimmer landen, könnten sie mehr als nur Erinnerungen mit nach Hause bringen. Diese Schädlinge können sich an ihrer Kleidung festklammern oder in ihrem Koffer mitreisen und sich in ihrem Heim häuslich einrichten. Die gute Nachricht ist, dass sie einfache Vorsichtsmaßnahmen treffen können, wie zum Beispiel ihre Kleidung in Reißverschlusstaschen zu packen. Eine andere Idee ist die Verwendung eines Hartschalenkoffers, da es für Bettwanzen schwieriger ist, sich an starren Materialien festzusetzen als an Stoff. Bevor sie sich in ein Hotelbett stürzen, sollten sie auf mögliche Anzeichen von Bettwanzen achten, wie kleine dunkle Flecken auf Bettlaken oder Matratzen. Oh, und übrigens, diese Flecken sind ihr Kot, Igitt. Wenn Sie wieder zu Hause sind, packen Sie Ihre Taschen auf hellen Oberflächen im Badezimmer aus. Auf diese Weise können Sie schnell sehen, ob irgendwelche gruseligen Käfer sich eingeschlichen haben. Denken Sie nicht einmal daran, die Hotelgläser zu benutzen. Ich spreche von denen, die Sie wahrscheinlich in Ihrer Suite neben dem Waschbecken finden. Üblicherweise werden schmutzige Gläser in den Zimmern nicht durch saubere ersetzt, nicht einmal zwischen den Gästen. Bedenken Sie, dass die Zimmermädchen wirklich unter enormem Zeitdruck stehen. An einem geschäftigen Tag reinigen manche von ihnen etwa 20 Zimmer. Um Zeit zu sparen, wischen sie oft nur schnell mit einem Handtuch oder einem Schwamm über die Gläser im Zimmer, bevor sie diese für den nächsten Gast zurückstellen. Warten Sie, es wird sogar noch schlimmer. Ein ehemaliger Hotelangestellter enthüllte in seinem Enthüllungsbuch Heads in Beds eine beunruhigende Praxis. Das Personal benutzt auch starke Reinigungsprodukte, wie zum Beispiel Möbelpolitur, um solche Gläser zu reinigen. Deshalb könnten sie glänzend aussehen. Aber das Problem ist, dass ihr Wasser möglicherweise mit einer Beigabe von Chemikalien serviert wird. Wenn du noch nicht überzeugt bist und immer noch diese Gläser benutzen möchtest, dann solltest du wissen, dass ein verdeckter Journalist einen Zimmermädchen in einem 5-Sterne-Hotel dabei erwischt hat, wie sie denselben Pinsel sowohl für die Tassen als auch für die Toilette benutzt hat. Komm schon, das ist eklig. Also, versprich mir bitte, dass du beim nächsten Aufenthalt in einem Hotel deine wiederverwendbare Flasche mitnimmst, okay?